Die Rallye an den Aktienmärkten ist zuletzt etwas ins Stocken geraten. Wir stellen uns die Frage, ob das mit den etwas schlechteren Konjunkturaussichten zu tun hat. Das globale Wirtschaftswachstum scheint seinen Höhepunkt überschritten zu haben. Ist die beste Zeit für die Aktienmärkte vorbei? Ja, in der Tat ist es so, dass wir im zweiten Quartal wahrscheinlich den Wachstumshöhepunkt erreicht haben. Wenn man mal sich die Entwicklung in den großen Volkswirtschaften anschaut, beispielsweise in den USA, in Deutschland, in der Eurozone, da werden wir tatsächlich Wachstumsraten beim Bruttoinlandsprodukt haben, die im prozentual zweistelligen Bereich liegen, also bei 10%, vielleicht sogar etwas höher. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass vor einem Jahr, also im zweiten Quartal 2020, natürlich die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, das Wirtschaftswachstum damals sehr stark eingebrochen ist und insofern natürlich Basiseffekte für diese positive Entwicklung jetzt in diesem Jahr in erster Linie verantwortlich sind. Mit den umfangreicheren Impfungen, mit der Aufhebung der wirtschaftlichen Beschränkungen im zweiten Quartal hat die Wirtschaft deutlich an Dynamik gewonnen. Das macht sich alles positiv bemerkbar. Und wir sind jetzt auch für das zweite Halbjahr, also für das dritte und für das vierte Quartal, gar nicht pessimistisch. Aber insgesamt muss man schon sich eingestehen, dass die Wachstumsraten nicht mehr so hoch ausfallen werden, wie das jetzt im zweiten Quartal insgesamt der Fall sein wird. Nichtsdestotrotz, für die Aktienmärkte muss das nicht unbedingt etwas Negatives sein. Es wird sicherlich vielleicht eine Zeit geben, in der die Marktteilnehmer sich auf diese veränderten Rahmenbedingungen einstellen werden. Man hat es in den letzten Tagen gesehen, dass die Märkte jetzt auch mal korrigiert haben, nicht ganz so sicher sind, in welche Richtung es im Moment geht. Aber allenthalben glauben wir, dass das Wachstum stark genug sein wird, um den Aktienmärkten auch ein gutes zweites Halbjahr zu bescheren. Die Rendite für US-amerikanische und europäische Staatsanleihen ist zuletzt stark gesunken. Worauf ist das zurückzuführen? Ja, in der Tat haben wir in den vergangenen Wochen einen deutlichen Renditerückgang gesehen an den Anleihemärkten, insbesondere bei den Staatsanleihen. Das ist deswegen etwas verwunderlich, weil wir ja im selben Zeitraum gesehen haben, dass die Inflationsraten, insbesondere in den USA, sehr stark angezogen haben. Die US-Inflation lag jetzt im Juni bei über 5%. Damit hatten eigentlich die wenigsten gerechnet. Und normalerweise ist es natürlich so, mehr Inflation ist etwas, worauf Notenbanken möglicherweise reagieren, Zinsen erhöhen. Und deswegen führt das normalerweise auch zu steigenden Renditen am Anleihemarkt. Jetzt haben wir das genaue Gegenteil gesehen. Das ist sicherlich damit zu erklären, dass wir im ersten Halbjahr schon die Erwartungen gesehen haben und die Entwicklung am Anleihemarkt so war, dass die Renditen angestiegen sind. Und man eigentlich doch davon ausgeht, dass gerade in den USA der Inflationshöhepunkt jetzt doch vielleicht erreicht ist und im zweiten Halbjahr die Inflationsraten wieder zurückgehen. Die amerikanische Notenbank gibt sich ja bislang relativ entspannt, was dieses Thema angeht. Das heißt also, dass man sagt, das sind alles temporäre Effekte. Und wir gehen auch davon aus, dass die Inflationsrate dann im nächsten Jahr wieder in Richtung 2% zurückgehen wird. In der Eurozone und in Deutschland wird die Inflation erst einmal noch weiter ansteigen aufgrund von Basiseffekten. Hier in Deutschland Richtung 4% zum Jahresende, in der Eurozone Richtung 3%. Aber zu Beginn des nächsten Jahres sehen wir dann doch ein deutliches Nachlassen in der Inflation. Und dementsprechend glauben wir auch, dass die Anleihenrenditen vielleicht wieder einen Tick nach oben gehen, aber nicht so stark mehr ansteigen werden, wie das im ersten Halbjahr der Fall gewesen ist. Kommt es im zweiten Halbjahr zu einem Favoritenwechsel am Aktienmarkt? Nun, es war so, dass wir eigentlich in den ersten 6 Monaten schon gar nicht mehr ein so klares Bild hatten, wer ist jetzt, welcher Anlagestil oder welche Branche ist favorisiert. Wir hatten dort schon, ich sag mal, ein relativ starkes Auf und Ab der Wertentwicklung bei den verschiedenen Sektoren. Mal waren die sogenannten Value-Indizes besser, dann wieder die sogenannten Growth, also Technologie und auch Pharma-Aktien, die die Nase vorn hatten. Das hat vor allen Dingen etwas wirklich mit der Zinsentwicklung zu tun gehabt. In Phasen steigender Zinsen, steigender Renditen, das kommt meistens dann den Value-Indizes zugute. Davon profitieren beispielsweise Finanzwerte, aber auch so klassische zyklische Industrien beispielsweise. Während in Phasen, in der die Inflationsängste nachlassen und auch die Renditen wieder sinken, dann vor allen Dingen auch Technologiewerte sich wieder besser entwickeln. So mit Blick auf das zweite Halbjahr könnten wir uns schon vorstellen, dass wir eher wieder eine Tendenz dazu sehen werden, dass Technologiewerte sich wieder besser entwickeln werden, eben vor dem Hintergrund des Gesagten, dass Inflation nicht mehr so
ein großes Thema sein sollte für die kommende Zeit, dass die Renditen also nicht mehr sehr stark ansteigen werden vom aktuellen Niveau aus. Und da muss man sagen, sind die großen Technologiewerte, die ein solides und vernünftiges Geschäftsmodell aufweisen, die vielleicht auch nicht exorbitant hoch bewertet sind, diejenigen, die wahrscheinlich die besten Perspektiven für das zweite Halbjahr versprechen. Das wird aber nicht geradlinig verlaufen, sondern ähnlich wie in den ersten 6 Monaten wird es da sicherlich so ein gewisses Auf und Ab geben. Das heißt, als Anleger heißt es nach wie vor ein relativ ausgewogenes Portfolio zu haben, auch nicht ganz auf Value zu verzichten, aber ich sag mal so, die Anlagestrategie doch wieder eher auf und stärker auf Growth-Titel auszurichten.